Die habe ich schon so ewig nicht mehr gehört. Ah, die ist so gut einfach. Die passt immer überall rein, wenn du irgendwen hast, der was Dummes machen will, pack die Theme drunter, ist es perfekt untermalt. Das stimmt. Was mich drauf bringt, dass ich niemals die Live-Verwurstung von Pink Panther geguckt habe. Doch, ich wurde mal dazu gezwungen, die zu gucken. Ich habe aber nicht hingeguckt. So, nein! Lass mich! Meine Augen bluten! Hubschrauber! Attack-Modus! Ich mute mich mal ein bisschen. Attack-Modus? Attack-Modus! Bist du jetzt bei... Wie hieß der? Mit dem Gadgetto-Arm. Wie hieß er? Inspector Gadget. Inspector Gadget, genau. Ja doch, kommt hin. Kommt hin. Das waren so Dinge, ne? Da sagt man noch, dafür hat man Fernsehen. Bumpetibu eingefallen. Oh mein Gott. Bumpetibu? Ach Gott, Bumpetibu. Was war denn das? Das ist so eine Karre. Ah, ja. Warte mal, Bumpetibu. Oh Gott, hallo, nein. War das nicht der rote? Das ist das rote Auto? Nein, war es der nicht war rot? Gelb. Gelb? Echt? Warte mal, das gucke ich jetzt. Und das war jetzt klingelt da aber auch. Von so einem Ei geschlüpft oder was? Bumpetibu. Hallo, Bumpy. Ist hier ein Schild an der Gott, Decke. Oh, das habe ich gerade total verwechselt. Oh Gott. Weißt du, mit welchem Auto ich das verwechselt habe? Mit dem Auto aus Roger Rabbit. Habe ich den jetzt verwechselt? Oh mein Goodness. Ah, das sind halt so die alten Sachen. Das ist wie wenn man dann wieder mal, keine Ahnung, das Saber Rider Intro Theme raussucht. Saber Rider! Oder Brave Star oder keine Ahnung, ganzen alten Sachen. Aber schon dann fühlt man sich wieder so, ach ja, früher war alles besser. Nein, es war alles anders. Also ich weiß nicht, als ich also 16... die Zeichentrickserien waren besser. Ja, gut. Na, das würde ich persönlich auch noch nicht mal behaupten. Oh, doch. Nee, weil es, wenn man es sich mal wirklich genau anschaut, wurde nämlich damals, also das sehe ich heute zumindest wesentlich seltener, jedes Mal diese tägliche Moralapostel mit reingebracht. Ja, Kinder, nicht gegen Drogen sein! Oh ja, da gab's mal. Das ist schon die Zeit, die ich schon nicht mehr meine. Da gab es mal. Das kam nämlich mit He-Man und so auf. Die guten Sachen kamen noch davor. Ja, oder als Superman den Ku Klux Klan bekämpft hat, solche Sachen halt. Es gab tatsächlich mal zu Sonic the Hedgehog gab es tatsächlich auch mal eine Zeichentrickserie. Ja. Und da gab es halt auch eine Folge immer so, ja, Sonic sagt, ne, was du zu tun hast, was nicht. Oh, ernsthaft. Danger. Es war damals eine riesengroße Sache zum Beispiel mit Stranger Danger. Sogar von den US und A hier richtig krass in den ganzen Sachen gesponsert. Gab's eine riesen Kampagne. Ja, das Ganze, das TV erzieht unsere Kinder, kommt halt aus Amerika. Wurde bei uns nur adaptiert. Das ist wohl wahr. Ist ja als auch, also so grundsätzlich hat nicht so viel Verwerfliches dran, wenn es halt vernünftige Dinge sind. Ja, wenn es vernünftige Dinge sind, die, ich sag mal, sinnig nicht mit einem, ich nenn's mal, Marketing-Gag praktisch rübergebracht werden ja, soll. Ja, aber halt, wenn es jetzt so Dinge sind wie, keine Ahnung, auf den Verkehr achten oder sowas. Ne? Das sind noch so Dinge, wo ich sage, ja gut, das kann man den Kindern zeigen. Ne? Wenn es jetzt so Dinge sind wie, kauft am besten die und die Schuhe, weil mit denen lauft ihr am sichersten. Ja, aber das ist ja, ne? Das Problem, das ist ja meiner Meinung nach das Problem mitunter, weil gerade weil du die Kinder mit solchen Lehrmethodiken an die Charaktere gewöhnst, die Charaktere werden es irgendwann tun. Dieses, ne, hier, kauf doch mal meine Schuhe XY. Ja. Das wird ja passieren. Und dadurch, dass du sie im Vorfeld praktisch etwas, was Positives beibringst und die Eltern das Ganze dann auch bejahen, hast du halt einfach das Problem, dass du dann irgendwann dastehst und deinem Kind diesem Wesen da vertraut und dann, ne, mal richtig schön rumweint von wegen, ja, ich will die Schuhe von dem haben. Wenn die Mama dann sagt so, ah, nee, will ich aber nicht, dass du die hast, dann sagst du, ja, aber wieso, der bringt mir doch voll die tollen Sachen bei und dann hast du keine Argumente mehr, hast du ausgeschissen.
Also ich wollte nie die Schuhe von Heidi und Peter und weiß der Geier wem anhaben. Das ist ein bisschen hardcore. Ich schwöre. Ach ja, die Schuhe von Heidi. Die waren so schnieke. Oder von Vicky. Nee, ich wollte sowieso noch nie die Schuhe von jemand anderen haben. Ja, das sowieso nicht. Der Gedanke ist ziemlich eklig. Ja, exakt. Es gibt nur Fußpilz. Ich höre hier eine Spitzhacke sehr nah. Ja. Du Sausack. Warum gräbst du von da unten weg? Hä? Einfach, damit ich hier wieder hochkomme. Guck. Ach so. Weil wie ja, ja. Von der, soll ich einmal den ganzen Weg von hinten wieder gehen, oder was? Hätte ich jetzt an deiner Stelle auch behauptet. Ja, musst du ja auch. Ja, ja, deswegen gräbst du es euch so unter mir weg, ne? Hey, komm, du bist wenigstens nicht tot. Ja, hier fällt es ja wenigstens nicht tot. Das ist ja schon, ne? Also so, hey, man kann sich darüber freuen. Hey. Ich befürchte fast, das wird sich bald ändern. Ja. Dass man runterfallen kann und nicht stirbt. Nein. Naja, dass sich das ändert, weil ja, momentan doch, weil können Amiga und ich ja die ganze Zeit fallen und nicht sterben. Ja, eben. Ich falle hier permanent, so ist das nicht. Auch jetzt ohne versucht, Hilfe. Jetzt versucht die ganze Zeit unter mich zu kommen. Nein, ich sammle hier unten Steine ein. Ja, ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, guck hier runter, Stelle. Ich sammle hier Steine ein. Tatsächlich. Ja, ja, ja. Wo seid ihr denn schon wieder? Wo wir die ganze Zeit sind. Ach so. Bis Larry, Gesundheit. Vor allen Dingen ist es immer dann genau der Moment, wo man denkt so, ach ja, jetzt greift er mich nicht mehr an, jetzt buddelt er mich nicht unten weg, wo man sich dann wieder sicher fühlt und dann auf einmal geht's. Ah! Ja, normal, ne? Den Moment hatte Mammut vorhin. Ich wollte den nur sein Gedöns da wegbuddeln, dann kamst du schon wieder von unten, dann hat mich Mammut wegteleportiert, bin ich gestorben und dann war vorbei. Und ich war traurig. Ganz, ganz traurig. Willst du ein Taschentuch? Nein, 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 lass das mal. Ich komme eh nicht ran, verdammt. I saw what you did there. Everything you did there. Everything is awesome. Ja, ich bin trotzdem runtergefallen. Ja, wie hier aber auch wieder alle 2 Meter Löcher sind. Ja, warum nur? Doch ja, es wird hier keine Ordnung gepflegt. Die Ordnung hält es zu faul zu suchen. Doch, hier ist auch wieder ein Riesenloch. Zum Stopfen? Like a Jumbo Jet. Okay. Ich wollte nur wissen. Au. Au? Pflaster? Wie bei allen sofort der Beschützinstinkt angeht. So, was, sie hat auch gesagt, wer hat sie getan? Entschuldigt ihn! Sofort alle hellhörig. Wenn der Walker schreit, pff, ist nur ein Schwarzer. Wenn der Amiga schreit, ach, der ist nur ein weißer Mann. Wenn's Mammut schreit, für gewöhnlich tut er das immer. Aber eh nix, dann auf einmal alle. Ich kann mir das super vorstellen, wenn wir dann so ein MMORPG-Trupp wären und so. Und so, NX einmal so, ha, ich brauch was, und alles so, wie so Berserker alles ummähen, was vor ihnen steht. Super. Ja, normal, oder? So läuft das doch ab, wenn eine Frau da irgendwie, ne, ein Spiel spielt oder im TS ist. Ja, aber wir sind im 21. Jahrhundert. Ja, was hat sich da geändert? Stimmt, die Schriftgröße. Und die Artikulationsform. Nein. Ja doch, stimmt, ja. In meisten Teamspeak heißt es, ey Digga, ey, komm mal ran hier. Ich hab hier krasse Loot. Weißt du, hab ich gedroppt, ja? Hab ich Boss getötet, hab ich gedroppt. Existieren solche Leute ernsthaft? Ja. 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 Holy fuck. Das ist das Schlimme. Das gibt es tatsächlich, das ist kein Klischee. Es gibt sowas. Das Schlimme ist aber halt daran, das sind nicht die Türken, von denen man halt meint, die möchte man halt so damit irgendwie so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Sondern es sind tatsächlich in vielen Fällen Deutsche. Ja,
Ja, das sind halt... Die halt so ein bisschen das so das adaptiert haben, was halt... ich formuliere es ja immer so, halt, was die Türken halt mitgebracht haben. Also die Türken, oder halt Albaner oder was auch immer, ist ja auch egal. Ne? Aber viele halt, sie haben es schwierig, weil sie halt Deutschland wirklich in sehr kurzer Zeit dann halt lernen mussten und sowas. Deutschland. Genau. Ja? Es ist schwierig. Es ist generell ein schwieriges Thema. Naja, die Problematik, die ich dabei sehe, ist halt, also Leute, die sich, also ich sag mal, Deutschgeborene, die genug Zeit hatten, um sich zu adaptieren, hofft man zumindest meist, die sich so artikulieren, nehmen das leider Gottes meist eben aus einer entsprechenden musikalischen Richtung mit, in der eben türkischstämmige, beziehungsweise eben, keine Ahnung, wie man es richtig nennt, erschlagt mich, bin Rassist, so, ja, aber ich darf das, ich bin schwarz. Ne, die nehmen das halt, wie gesagt, aus dieser Artikulationsform dieser Hip-Hopper mit und Gnarf. Das auch, aber es gab auch eine Zeit, wo halt dieses Hip-Hop-Deutsch jetzt noch nicht so krass jetzt irgendwie, ne, etabliert wurde und wo das halt dennoch umgangssprachlich sehr inflationär eingesetzt wurde. Ernsthaft? Ja. Also ich war in der Generation, in der dieses Deutsch-Türken-Rap-Badass, ich hab die dicksten Klöten, groß geworden ist und ich habe es vorher echt nicht bemerkt. Heilige Mutter. Aber ich glaub dir da, wenn du das sagst. Also das ist zumindest, finde ich persönlich, bei mir wirklich sehr aufgefallen. Besonders halt, ohne jetzt die türkischstämmigen Mitbürger jetzt da irgendwie beleidigen zu wollen. Aber es ist halt, ne? Können wir die Politiker retten, das mal für man muss Moment das ja immer sagen, sonst kommt irgendwer an und sagt, ne? Also, ne? Jedenfalls, habe ich auf jeden Fall schon erlebt. Ja? Ganz normale Deutsche, die sich ganz normal artikulieren, ne? Wie jeder Hinz und Strunz. Ja? Kommen dann da an, ne? Haben dann irgendwie Best Friends Forever mit Türken geschlossen, ne? Und diese Türken konnten dann halt kein so das schönste Deutsch. Ist halt so, ist okay. Kann ich auch nicht. Diese Person hat dann das immer mehr und mehr halt adaptiert, was halt dann Best Friend Forever dann halt auch so gemacht hat. Und so halt in seinen ganz normalen Alltagsgebrauch halt auch gebraucht und so halt auch gegenüber Lehrer gesprochen, gegenüber Bewerbungsgesprächen und hast du nicht gesehen. Das habe ich alles so miterlebt. Und das war kein Einzelfall. Das ist sehr traurig. Deinem Schrein nach zu urteilen, bist du wieder unten. Du könntest die Steine aufsammeln, die da liegen. I hate you so much. Auf so vielen Ebenen. Ist das Sklaventreiberei? Ja. Weil er schwarz ist? Ich hab nichts gemacht. Ach so. Ich stehe hier wirklich ziemlich weit weg. Ich war absolut unschuldig. Ja, aber ich glaube, wir haben uns genug hin und her runtergeschubst und geschummelt. Nein, es gibt niemals genug. Pudding vielleicht oder Kekse. Oh ja. Beim Pudding dann eher Puddinghaut oder mit ohne Puddinghaut? Ohne. Mit. Ohne. Okay, damit ist dein Cuteness-Faktor bei mir gerade um 100 gesunken. Ich bin aber auch Puddinghaut-Freund. Obwohl, nee, also ich meine, irgendjemand muss ja geben, der die Haut isst, von daher passt das schon. Du kannst aber auch was drüber denken. Ja, ich wollte es ja sagen, es gibt ja auch Pudding ohne Haut. Den kannst du auch ohne Haut machen. Und ich, und da bin ich vielleicht wieder das Monster, ich bevorzuge ja den Chemie-Pudding, den fertigen, für 20 Cent aus dem Netto. Der ist einfach awesome. Ja, warum nicht? Nicht den guten. Nee, also ohne Witz, die guten schmecken nicht so gut. Ja, das stimmt. Ich bin da vielleicht einfach zu sehr das Chemiekind, weil, ne, nie was anderes bekommen. Ich finde Chemiesachen auch toll. Also ich muss zugeben, so Chemiepudding esse ich auch ganz gerne, sonst das nicht. Ne, weil das Natürliche, klar, und Aromen und hast du nicht gesehen, aber irgendwo denke ich mir so, nee, das andere schmeckt mir einfach besser, lass mich in Ruhe. Ja, das andere ist der wahre Schokogenuss, ist mir aber Wurst, schmeckt mir nicht. Muss nicht jedem alles schmecken. Das ist richtig. Gibt auch Leute, die mögen kein Sushi. Kann ich nichts zu sagen, habe ich noch nicht probiert. Also ich war ein Sushi-Hasser und mittlerweile bin ich ein Sushi-Fan. Früher hasste ich Ziegenkäse. Inzwischen liebe ich ihn und ich bestelle keinen Döner mehr ohne Ziegenkäse. Der ist lecker. Absolut.
Ja, früher, ne, so, boah, nee. Aber früher war ich auch generell kein großartiger Käsefan. Und heute